dann mal herzlich willkommen zurück bei Little Nightmares. Wir haben es ja das letzte Mal durchgespielt und es war tatsächlich so, dass in dieser Complete Edition sind wirklich alle DLCs dabei. Ich habe sie mir jetzt alle geladen, habe sie aber nicht so richtig gefunden und dann habe ich mal hier ins Spiel reingeguckt, in die Kapitelauswahl. Und da hat man es dann gefunden. Das Komische war nur, ich habe es direkt im PS-Store halt runtergeladen. War halt kostenlos, weil die schon bei der Complete dabei waren. Anscheinend hat man den Season Pass gehabt. Und dann standen aber die englischen Begriffe. Und habe ich überlegt, wie englische Begriffe? Also, ja. Ach so, was ich euch noch zeigen wollte. Auswahl zum Beispiel. Nein. Aber man kann zoomen, genau. Ja, hier oben. Knuddelte Wichte, zerschmetterte Statuen. Ja, hätte man das nur gewusst. Genau, und jetzt geht es nämlich hier los. Ich wusste nämlich nicht so richtig, in welcher Reihenfolge man das spielt, weil das erste ist wohl unten, dann irgendwann am Ende ist man im Herrenhaus. Aber das Gute ist, es ist hier schon in der Reihenfolge. Also ich glaube, das hier ist Debt oder sowas, keine Ahnung. Wir spielen jetzt das und übrigens, ich habe in der Artikelbeschreibung gelesen, dass der gute Wicht hier, dass er im Schlund ist und nicht die Six, dass die ganze Zeit verwechselt. Ja, dann, ich gehe mal davon aus, dass die von der Kapitellänge her genauso sind wie die Six-Kapitel, würde ich sagen. Also so ein Kapitel immer so eine Stunde oder so, eventuell. Deswegen werden wir mal gucken, dass wir aus jedem neuen Kapitel so zwei Folgen machen. Wenn es natürlich kürzer ist, dann gibt es eine Folge. Dann viel Spaß und wir beginnen hier. Bin überfordert. Was soll das jetzt? Im aktuellen Kapitel? Okay, gut. Wir tun es einfach. Wir haben ja das Ende gespielt. Hallo? Ich hoffe, mein Notebook ist nicht ganz so laut. Das müsste eigentlich gehen. Und speichert. Ach, die Tiefen heißt das, genau. Ich weiß nicht mehr, wie es in Englisch hieß. Auf jeden Fall waren da nur englische Begriffe, also englische Überschriften. Ich dachte, was ist denn hier los? Aber genau, ich habe dann nochmal kurz gegoogelt und die Tiefen, das ist dann das Erste. Das müsste jetzt die Tiefen sein. Oh, okay. Hier kam gar kein Intro. Wir schwimmen einfach mal. Oh, oh, oh. Ich erinnere mich. Waren wir hier mit der Six oder mit ihm? Mit Mono. Oh Gott, das fängt ja gut an. Wir müssen da lang, also will ich... Ach, und übrigens. Sind das unsere Fußabdrücke? Das sind unsere Fußabdrücke, das ist voll süß. Da ist eine Puppi. Kann man etwa eine Puppi finden? Na, hallo. Wieso komme ich denn jetzt nicht mehr hoch? Haben wir hier irgendwas, was wir benutzen können? Nee. Es ist sehr dunkel. Ich schaue gerade nochmal, aber ich glaube, da dass das DLC ist... Nee. Zurück hier, zurück. So. Dann nehmen wir halt das hier mit. Wieso kann ich ihn denn nicht schieben? Ich bin direkt runtergehüpft, aber ich will doch gar nicht. Tu mir das jetzt nicht an. Ich glaube, dass wir brauchen dieses Püppchen. Hier ist ein Topf unterm Bett. Ach, hier drüben liegen noch andere. Okay.
Die Kiste kann ich auch nicht mitnehmen. Kann der noch weniger als die Six? Wieso stehen hier so viele Seifen? Nee, kann nicht ziehen. Neustart vom Kontrollpunkt. Entschuldigung, aber ich will diese Puppe mitnehmen. Oder nicht mitnehmen. Ich weiß nicht, was man mit dieser Puppe machen kann, aber es lässt mir jetzt keine Ruhe, wenn wir dann nichts mit dieser Puppe machen können. So. Ja. Ich steh mal auf. Wie heißen wir eigentlich? So, was mach ich denn jetzt damit? Was mach ich denn jetzt mit dieser Puppe? Jetzt habe ich hier diese Puppe. Okay, gut, das hat nichts gebracht. Das ist ja cool. Also sowas finde ich ja cool. Das ist ja wie bei Outlast. Also ich habe Outlast nicht gespielt, um Gottes Willen. Also, da kacke ich mir in die Hose. Ach nee, der sammelt die einfach nur. Ich habe gedacht, der rennt hinter der Six her. Deswegen habe ich das mit der Outlast gesagt, weil Whistleblower spielt doch vor Outlast, aber während Outlast. Irgendwann. Oh. Oh. Ist das das Bett, wo wir mit Six waren? Jetzt mal im Ernst. Die haben immer alle zu langes Pony. Und ich habe noch eine Frage. Ach, hier ist es. Oh. Eklig. Ist da unten etwa jetzt die Six oder? Ich wüsste schon gar nicht, was ich erzählen wollte. Hier können wir nicht weiter. Ich habe da mal so eine Frage. Was ist eigentlich unser Ziel? Wahrscheinlich entkommen, oder? Genau, hier das Kämmer. Aber dann laufen wir doch in die falsche Richtung. Ich habe echt gedacht, es geht auf vielleicht. Naja. Okay. Wir müssen hinten lang. Alles klar. Wir müssen direkt unterm Auge durch. Nein, renn. Rennt eine mit einer Taschenlampe. Okay, man kann es nicht aufheben. Ich wollte kurz gucken, ob man das aufheben kann. Es tut mir leid. Man kann es nicht. Ich habe das mit dem Treibgut gelesen. Das war ein Fehler. Wirklich. Ach, wir sind hier, das ist gar kein Problem, das schaffen wir. Das machen wir doch locker hier, dann rennen wir hier mal runter. Beeil dich ein bisschen, hat die nicht so ein bisschen rumgeglotzt. So.
Okay, das hatten wir jetzt alles schon mit Six. Wir laufen aber in die falsche Richtung, muss ich sagen. Hier war eigentlich Strom drauf. Hä? Hä? Ah, da kann er hoch, okay. Ist auch nicht sehr ein Loch, ich will durch das Loch. Stimmt, ich erinnere mich. Okay. Hey! Der rennt. Da. Helf mir doch! Haben wir eigentlich eine Fessel an unserem Fuß? So. Ach, das ist Auge. Das kann auf jeden Fall nicht die Six sein, die da wegrennt. Das kann nicht sein. Sie hat ja gar keinen Mantel an. Müssen wir? Ja, wir müssen durch das Loch. Oh. Herr Mensch, angefangen. Wir sind doch jetzt voll zum Anfang zurückgelaufen. Oder? Ja, hier waren die Mainzelmännchen. Oh, die Mainzelmännchen. Nee, das bringt nichts. Hier ist auch. Was ist denn hier? Ach, hier ist nichts. Wir müssen noch weiter runter. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Gehen wir wieder da raus. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwo ein Vieh, wie bei den Schuhen damals. Hä? Ach, hier kann man laufen oder was? Hier ist ein Koffer. Ach ja, den brauchen wir sogar. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass irgend so ein Vieh aus dem Wasser kommt. Lass mal hier runter gucken. Aber hier gibt es leider nichts. Außer mich, wie ich einfach irgendwo davor renne. Hat man denn eigentlich hier Endgegner? Ach, man muss einfach drüber, okay. Die Taschenlampe. Yay! Hahaha. Och nee, das macht es irgendwie noch viel grusel, also schlimmer. Jetzt haben wir ja die Taschenlampe. Das heißt, wir müssen jetzt selbst für Licht sorgen. Wo hängen sie an der Decke? Eklig, ekelhaft. Haut ab. Nein, nein. Oh. Oh, das war jetzt, ja, haarscharf. Was ist hier denn los?
Hier liegen Socken. Oh, Dobby Socken. Ich will Dobby eine Socke schenken. Okay. Also. Oh. Mit Sicherheit schwimmt hier was. Da hinten im Loch. Oder? Was ist das da? Oder ist das einfach nur das Loch? Oh. Okay. Ach nee, jetzt müssen wir abziehen. Machen wir ständig die Einrichtung kaputt mit den Typis. Da ist Dobby. Dobby, hallo. Na? Dobby, hey. Ich habe deine Socken gefunden. Ich hätte sie dir gerne gegeben, aber... Oh. Ich habe Angst. Oh Gott, ich wusste es, ich wusste es. Ah, beeil dich. Oh Gott, das war das Vieh, was uns auch vorhin... Hier ist auch wieder irgendwo was. Ich will nicht da unten hin. Irgendwo müssen wir hier unten hin? Ja, scheinbar schon. Kommt da weg? Uah. Ekelhaft. Oh, wie eklig das ist. So, ihr habt jetzt einen kleinen Schnitt gesehen. Der Postbote war gerade da. Er war früher als gedacht. Ja, und er hat ein kleines anderes Horrorspiel mitgebracht, was ich gern nach Little Nightmares spielen würde. Oh, ich bin jetzt ganz... Hä? So, jetzt geht's aber weiter. Oh Gott, und es war irgendwie... Ja, das war klar, dass es jetzt passiert. Okay. Ich muss das mal akklimatisieren hier. Uiuiui. So, okay. Aber wir wissen ja, was wir tun müssen. Wieso sind manche denn nicht so schnell und manche... Wow! Kommen die mir nach? Nee. Ich hab schon gedacht, ey, das wäre sehr schön gewesen. Ach nö. Aber hierhin. Geht's da weiter? Nee, ein Glück. Hä? Ach nö. Ich habe Angst vor Wasser. Aber bisher geht's. Also wir hatten bisher nur diesen einen ekligen. Kommen wir jetzt da rein? Achso. Oh. Rattis. Hoffentlich haben wir nicht auch Hunger. Okay, hier haben wir eine Toilette. Also wer geht denn hier bitte aufs Klo? So, mal gucken. Oh. Okay, also wir müssen diesen Schalter einfach nur umlegen. Ah, da ist auch einer.
Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, was hier passiert. Oh. Nee, das geht nicht. Okay, dann müssen wir erst den da oben umschalten. Hä? Ah, jetzt. Jetzt können wir rennen. Ah, er geht sogar nicht nochmal hoch. Zieh, 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 zieh. Okay. Sollen wir jetzt warten oder direkt reinhüpfen? Wie tauche ich denn? Ach, ich hätte abstoppen müssen. Ach Mist. Sorry. Nein. Hier? Geht das? Geht, oder? So. Hä? Geht das doch nicht? Hä? Hä? Okay, wir müssen da raus. Können wir irgendwas runterwerfen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir müssen halt noch eins weiter voll machen, aber. Na, gieß mal dran, bitte. So. Es ist nicht ganz voll. Ah! Ah! So funktioniert's. Okay. Dahin eine Flasche. Ach, das ist bestimmt was von diesem Treibgut da. Okay, wir sind hier hoch. So, jetzt sind wir hier. Wir müssen darüber. Wie kann man jetzt darüber? Da ist eine Kette. Wieso ist da eine Kette? Ach, hier hinten geht's lang. Okay, wir sind hier scheinbar im Wohnzimmer des Ungetüms. So, da würde ich sagen, wir beenden mal diese Folge. Oh, Herr Kral hat noch Armand. Habt ihr die DLCs gespielt? Das würde mich mal interessieren. Wenn ja, wie fandet ihr sie? Und morgen geht's dann weiter mit dem zweiten Teil dieses DLCs, also die Tiefen. Und wenn der zweite Teil jetzt nicht so lang sein sollte, werde ich einfach den zweiten DLC dazu nehmen. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt schön gesund und auf Wiedersehen. Tschüss.